Barclay, ein 12-jähriger Schimmelwallach, der vom Boden aus für seine Besitzer nicht mehr zu handeln ist und in Stresssituationen immer gefährlicher wird. Mein Name ist Ariane Telgen. Ich arbeite seit über 20 Jahren mit Problempferden jeglicher Art. Und ein weiterer Schwerpunkt von mir ist das Training für Reiter und Pferd. Hier unterstütze ich turnierambitionierte Reiter bis zur schweren Klasse, aber auch den Freizeitbereich in der Gesunderhaltung und Gelassenheit. Durch meine langjährige Erfahrung als anerkannte Pferdephysiotherapeutin und Osteopathin bin ich in der optimalen Lage, Probleme auf verschiedenen Ebenen zu erkennen und zu lösen. Um dieses auch über weite Entfernungen möglich zu machen, biete ich die Online-Beratung oder auch die Online-Betreuung an. Dies ist eine erfolgreiche Alternative zu einer persönlichen Vorstellung hier auf dem Hof oder auch zur stationären Aufnahme Ihres Pferdes. Komm mal her. So, komm mal. Ja, Barclay und ich starten heute Morgen wieder unser Training. Natürlich wiederholen wir von gestern. Ich hoffe, dass er sich was gemerkt hat und dass es nicht wieder so eskaliert. Und wir wollen heute natürlich auch noch ganz gerne eine Station weitergehen. Da wartet seine Futterration, die er normalerweise jetzt im Trog bekommen würde. Die kriegt er einfach beim Flatterband. Und jetzt wollen wir mal gucken, ne, was du dazu sagst. Er wird wahrscheinlich nicht begeistert sein. Ja, so, komm mal her. Ja, komm mal her. Hä? So. Ja, ich benutze immer noch keinen Knotenhalfter, weil das hilft bei ihm gar nicht. Das ignoriert er. Guck mal, super, ne? Ja, wenn man so einen Halfter nimmt, ne, dann ist es lecker. Oh. Ja, aufgrund der Erfahrung von gestern werde ich mir auch gleich meinen verlängerten Arm mitnehmen, weil das doch teilweise recht gefährlich wird, wenn er steigt und mit dem Vorderbein nach einem, ja, winkt. Und da muss ich ihn mir ein bisschen auf Abstand halten. Klasse. Komm her, komm. Dein Futter ist da oben. Da gehen wir mal hin, ne? Oh, heute ist es auch windig. Das ist gut. Da weht das Flatterband. So, ich muss ihn erstmal wieder dran erinnern. Kommando vor heißt vor. Kommando halt heißt halt. Zurück heißt zurück. Ich mache das jetzt natürlich hier peinlich genau. Halt. Dass er lernt, auf mich zu achten und nicht auf seine Außenwelt. Fein. Komm. Oh. Zurück. Fein. So, das Prinzip ist eigentlich, dass ich interessanter werden muss als das, was drumherum passiert. Und er entscheidet letztendlich, wie interessant ich mich machen muss, bis er reagiert. Fein, super. So, und die Waffe von Barclay ist eigentlich, dass er sich steif macht im Hals, einfach vor sich von einem wegdreht. Und da hat man überhaupt gar keine Chance. Das heißt, man muss schneller sein als er und einfach dieses Halsumdrehen verhindern. Mülltonne kennst du schon von gestern, ne? Fängst du heute wieder an? Ich will es nicht hoffen. Hopp. Fein, klasse. Super. So, komm. Halt. Klasse! Super! So, wollen wir mal gucken? Guck mal hier. Oh, lecker! Toll, was? Komm her. Ja, jetzt steht der Torbogen. Der stand gestern nicht. Komm her. Komm, wir wollen erstmal nur uns hier interessieren. Hopp, gucke mal. Ah, hast du schon gesehen, ne? Komm mal mit. Ah, komm her. Gut machst du das. Guck mal. Ja, guck's dir mal ruhig an. Guck mal, da ist auch was drauf. Kannst mal schauen. Komm her. Prima, klasse, gut. Ah, ich glaube, er riecht schon was. Guck mal, ja, konzentrier dich nur auf das eine. So, guck's dir an, guck's dir an. Ja, gucke mal. Oh, fein, gut gemacht, klasse. Guck mal hier. Guck mal hier. Oh, ja. Mal gucken. Geh mal gucken. Ja, gucken wir mal. Ja, da ist der Hafer, ne? So. So, es hieß ja zuerst, er lässt sich mit Futter nicht locken. Ich habe gestern aber schon gemerkt, dass das nicht der Fall ist. Also, er guckt doch schon nach Futter.
Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, einfach hier überall was drauf zu machen. Klasse! Super! Prima gemacht! Prima, prima! Gucke mal! So, von der Seite haben wir es noch nicht gemacht. Ja, toll! Siehste! Kannst ein bisschen was futtern. Mit dem Flatterband wirst du, glaube ich, noch deinen Spaß haben. Das machen wir heute Abend weiter. So, komm her, wir gehen noch mal hier rüber. Bitte einfach so, ohne irgendwie mir in den Rücken zu springen. Fein! Gut. Lecker so eine Mülltonne, ne? Komm her, so eine Plane ist auch lecker. Und was meinst du, wie lecker dieses Rote ist da hinten? Ja, ja, gucke mal. Klasse. Suppi, komm mal her. So, komm mal her, komm her. Komm. So, komm mal her. So, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Fein, ja, komm mal mit. Ja, komm mal ruhig mit, komm. Ja, machen wir ähnlich wie das andere. Machen wir ganz ähnlich. Fein, gut so. Toll, klasse, super. Nichts ist mein Freund. So, fein. Ach, das Holzpferd ist es, ist gar nicht das Plastik. Ja, ist gar nicht schlimm. Nee, bleib mal hier, gucke mal. So, gucke mal. Ja, können wir uns ganz in Ruhe angucken. Hm? Können wir uns ganz in Ruhe angucken. Soll ich da auch mal was zu futtern drauf machen? Hm? Guck mal hier. Ja, guck mal. So. Ja, alles gar nicht so schlimm, ne? Alles gut. Komm. Gucke mal, gucke mal. Ja. Ja, gucke mal. Toll. Ja, klasse. Na prima, guck, tut dir gar nichts, das Holzpferd, ne? Gucke mal. So, gucke mal. Alles halb so wild, ne? Ja, guck. Oh, komm her, komm her. Ja, komm her, komm. Komm vor. Ja, prima, klasse. Nein. Toll, so ist er fein. Gucke vor. Machst du so dicke Backen, ja? So schlimm ist das. Ha? Nur Plastik. Ja, also Plastik und vor allen Dingen Wehen und dieses Geräusch, das macht ihm wirklich hier Angst. Und er möchte hier jetzt auch wirklich Reis ausnehmen. Guck mal, ich stehe hier ganz in Ruhe. So, ich stehe hier ganz in Ruhe. Ich habe gar keine Angst. Nein, ich habe gar keine Angst. Guck mal. Gar keine Angst habe ich. Ja, ich habe gar keine Angst. Ah, so. Fein. Ja, klasse, klasse. Nee, 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 nee. Ah, ah. So, wenn er seinen Kopf rumreißen will, muss ich natürlich schnell sein. Hm, wegdrängeln soll er mich hier nicht. So, gehen wir wieder rum mit dem Hintern. Gehen wir. Fein, klasse gemacht. So, ah, prima. Alles gut. Ja. Jawohl. Nein. Gibt kein Reis aus. Nee. Prima, klasse. Super machst du das. So, hat er sich jetzt ganz alleine ausgesucht, da eine Runde zu laufen. Fein, na komm, sie letztendlich die Möglichkeit kriegen, zu merken, dass das gar nicht schlimm ist. Das heißt, ich lasse ihn hier jetzt einfach drum rumgehen, bis er entspannt ist. Fein machst du das, klasse, oh, prima, gut gemacht, toll, super. Hier geht's lang, hier geht's lang. Hier geht's lang. Super. Komm mal her. Ja, toll machst du das. Prima. Guck mal. Na, meinst du, wir können da mal nochmal hingehen? Ja? Tut gar nicht weh, ne? Nee. Tut gar nicht weh, ne?
kannst ganz in Ruhe was fressen, ne? Die streicheln dich nur, die Bänder. Mal gucken, jetzt muss er es zur Seite schieben. Sehr schön, klasse. So, jetzt gehen wir mal hin zu dem Schrecklichen. Ah, aber hinter mir bleiben. Ich hoffe, dass sich der Kopf nicht unbedingt gleich bewegt. Oh, Donnerwetter, ne? Nur gegrast wird nicht. Erst angucken. Ja, komm. Angucken. Komm mal mit. Komm. Bisher ist dir noch nichts passiert, wenn du mir gefolgt bist. Bisher ist dir noch nichts passiert, oder? Bisher hast du nur was Leckeres gekriegt, immer. Na, guck, komm mal mit. Ach, guck mal hier. Oh, fein. Guck mal, ist fast wie Danny. Ja, komm mal mit. Na komm. Ja, komm. Ah, prima, klasse. Ja, alles untersuchen, ne? Ah ja, hinstellen und fressen, okay. Super. Klasse machst du das. So, komm her, wir gehen alles nochmal ab. So, ich lasse ihn immer mehr Leine, um zu gucken. Ich will ihn natürlich auch provozieren, dass er versucht, auch wegzukommen. Ist momentan nicht der Fall, finde ich gut. So, komm her, das kennen wir schon, da waren wir eben schon. So, ist er fein, klasse. Und vor. Gut gemacht, klasse. So, für heute Morgen lasse ich es so. Richtig gut gemacht. Er ist wirklich über seinen Schatten gesprungen, auch bei dem Plastik. Das fordert ihn doch viel ab. So, dieses Training beim Führen, das ist ganz wichtig. Das zeigt mir, ob er auf mich achtet, ob er wirklich bei mir ist oder ob er sich viel mehr für das ganze Außen drumherum interessiert. Er ist jetzt immer noch spannig, er guckt immer noch nach außen und nimmt alles wahr, aber er nimmt auch mich wahr. Fein, gut gemacht. So, und das ist das Wichtigste. Auch wenn jetzt erschreckende Sachen von hinten kommen. Er muss wissen, dass er an mir nicht vorbeilaufen darf. Prima gemacht, bleib hier. Wenn du hier bleibst, gibt es noch was. Das haben die Pferde immer sofort raus. Das kennen die gar nicht, aber sie wissen schon nach dem ersten Mal, wenn Halfter abgenommen wird, darf ich noch nicht wegrennen. Hat er beim ersten Tag noch gemacht. Ja, für heute Morgen bin ich richtig zufrieden. Das war super gut. Damit habe ich nicht gerechnet, dass er das wirklich so einwandfrei auch mit der Folie macht und mit dem Holz fährt. Das war ja wirklich nur noch so eine kleine Abwehr. Aber ich bin da dran gegangen und er ist wirklich über seinen Schatten gesprungen. Nicht mehr steigen und wegziehen wie gestern. Und er findet mich auch gar nicht so doof, wie man sieht. Ne? Also es ist ja einfach so, wenn man den Pferden die Angst nimmt und die Sicherheit gibt, dann hängen die sich wirklich an ein. Egal, wo man ist. Und das ist natürlich ganz toll, wenn man das schafft und das erreicht, gerade als Pferdebesitzer, dann hat man wirklich einen verlässlichen Partner. Der Anfang, wenn man so ein Pferd hat, ist natürlich recht schwer und auch wirklich gefährlich. Und von daher ist es immer ganz gut, wenn dieser Anfang wirklich von einer neutralen Person gemacht wird, die das also wirklich immer macht und ganz häufig macht, weil dann halt einfach die Klarheit und Sicherheit da ist. Und das ist natürlich bei vielen Pferdebesitzern anders. Die sind emotional gefangen, weil sie natürlich eine Verbindung haben zu ihrem Pferd, ihm vielleicht auch nicht wehtun wollen oder halt einfach unsicher sind. Und deswegen funktioniert das häufig ganz schwierig, wenn die das machen. So, aber es weiterzuführen, das ist häufig ganz einfach und auch wirklich möglich. Und das ist jetzt die Aufgabe von Nina oder Nele, hier die nächsten Tage diese Aufgaben mit ihnen zu machen. Und ich werde dann natürlich schauen, ob es da auch funktioniert. Und wenn es Probleme gibt, müssen die lernen, wie diese Situation gemeistert wird. Und das bringt dann natürlich eine Nachhaltigkeit. Ja, ich bin die Frau mit den Leckerlis, ne? Gar nicht mal so unüblich, ne? Du? Na, ihr Süßen? Hä? Wie sieht's bei euch aus? Ihr süßen Schnupsels?
ja, Konrad und Happy. Die sind zufrieden, fressen glücklich an ihrem Heu, gucken sich das ganze Schauspiel an, sitzen hier natürlich auch in der ersten Reihe, können sich alles genau beäugen und denken sich, so ein Scheiß, das haben wir auch schon alles durch. Ne? Ich hole mir Barkley und möchte ganz gern gucken, ob der Sattel passt, gucken, ob ein Zahnbefund vorliegt und sowieso den ganzen Barkley einmal eben durchchecken. Barkley! Na Barkley, hast du Lust, was zu machen? Hm? Scheint nicht. Aha doch, kommt schon. Na du Feiner? Ja, komm mal. Hm? Ja, komm mal. Dein Kumpel ist schon abgeholt worden? Ja, guck mal. Na, komm mal mit. Ja, wir bearbeiten das nächste Problem. Alleine in der Stallgasse zu stehen, während sein Kumpel draußen ist und da auch gleich auf dem Reitplatz ist, also immer mal ins Sichtfeld kommt. Und das ist auch nicht wirklich möglich, weil er nicht ruhig stehen bleibt und sich dann auch gar nicht satteln lässt. Ja, und das gucke ich jetzt einfach mal. Wieder. Halt. Halt. So ist schön. Halt. Fein. Klasse gemacht. Ja, und das ist letztendlich das, was ich immer mache. Halt heißt mit alle vier Hufe am Boden. Halt. Ansonsten wird es unbequem. So, hier oben ist er ganz empfindlich, merke ich gerade. Da muss ich ganz vorsichtig sein. So. Halt. So, und ich habe einfach festgestellt, umso mehr klare Regeln es gibt und Grenzen es gibt, umso sicherer und entspannter werden die Pferde. Man merkt es bei ihm auch, wenn er eine, ja, ich will mal so sagen, eine Zurechtweisung bekommt, kaut er sofort danach, schlägt sofort danach, weil er halt, so, jetzt hat er schon überlegt. Fein. Er wollte losgehen, hat es aber nicht gemacht. Ich bin natürlich vorsichtig. Ich weiß ja auch, dass er steigen kann, auch mit dem Vorderbein nach einem hauen kann. Das ist natürlich immer im Hinterkopf. Das finde ich jetzt aber gut, wie er das macht. Ne? Das ist gut, nimmst du gut an. Ich möchte natürlich, dass er hier auch gelassen, unangebunden stehen kann. Das sind für mich alles Vorbereitungen fürs Verladen, dass er halt einfach hört und natürlich auch merkt, dass er mit solchen Aktion von etwas nicht wollen oder steigen oder rumhampeln einfach auch nicht weiterkommt. Da habe ich so ein bisschen die Hoffnung, dass er beim Verladen einfach das Ganze schneller macht, weil er halt schon in den ganzen Vorübungen gemerkt hat, dass es A, gar nicht schlimm ist mit mir, aber halt ganz, ganz lange dauert, wenn man das nicht macht, was ich möchte. Der rechte Maulwinkel ist mit ein bisschen Hornhaut und ganz rau, wie der linke ist. Ja, der linke auch. Ich habe schon Schlimmeres gesehen, aber ganz weich ist der halt nicht. Nein. Ah, da ist schon eine Spitze. Ein spitzer Haken auf dem ersten Zahn, hier vorne auf dem ersten Backenzahn. So, und Pferde, die solche Spitzen haben, auch hinten auf den Backenzähnen oder auf den ersten, die gewöhnen sich dann irgendwann an, das zum Beispiel abzupolstern, indem sie einfach ihre Zunge da drüber legen oder die ein Stückchen zur Seite raushängen lassen, zum Beispiel einfach, um scharfe Dinge abzupolstern. Hier fluppt es auch ordentlich rüber, wenn ich die Kauleiste hochgehe. Das machst du fein. So, ich finde es schon mal ganz toll, dass er hier einfach wirklich so ruhig steht. Vorne ist es sehr scharf und gerade wenn man jetzt halt den Nasenriemen oder auch den Speerriemen dran hat und wie es ganz häufig üblich ist, die also wirklich auch eng macht. Das muss ich mir mal dann angucken, wie das ist. Dann stören die natürlich massiv, weil halt wirklich diese scharfen Kanten innen an den Schleimhäuten der Wangen wirklich Verletzungen reinreiben und reißen sozusagen. Und das ist dann natürlich sehr schmerzempfindlich.
Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel gebisslos reitet, wären Zahnhaken ein Problem. Nicht nur beim Reiten, sondern einfach die normale Kaubewegung sorgt ja dafür, dass wirklich die Wangen, das Fleisch von den Wangen einfach immer an diesen Haken dran lang geht. Das heißt also, es ist gar nicht nur fürs Reiten wirklich schädlich, dass man halt die Zähne nicht machen lässt, sondern auch für die ganze Statik und für die ganze Dynamik ist es halt sehr störend und auch schmerzhaft. Ich glaube, jeder weiß, wenn man da mal so eine Verletzung im Mund hat, dass das richtig wehtut. Beim Schlucken, beim Kauen, eigentlich immer. So, beim Aufsatteln gab es schon mal keine Probleme. Ich finde es richtig angenehm, dass er jetzt wirklich gar nicht wie am ersten Tag oder halt auch da draußen nur hin und her geht und versucht, sich zu entziehen, sondern er bleibt jetzt wirklich einfach schon hier stehen. In der Waagerechten liegt er, das ist schon mal gut. So ist fein. Brückenbildung ist keine da, zumindest nicht auf der Seite. Hier hinten ist auch, geht die Auflage schön weg. So, der Rücken ist ein bisschen schmerzempfindlich hier hinten. Da geht er wirklich runter, aber der Sattel, der geht schön weg. Ja, klasse, ne? Brückenbildung haben wir keine. Sattel liegt in der Waagerechten. Hier vorne gibt es auch keinen übermäßigen Druck auf den Trapezmuskel. Aber das sieht man ja auch schon im ungesattelten Zustand. Da sind wirklich keine Löcher im Trapezbereich. Ja, das sieht richtig gut aus. Haben wir, glaube ich, selten. Er liegt hier vorne schön. Für meinen Geschmack könnte er ein ganz, ganz Ticken höher vorne kommen, weil er dann noch schöner in der Waagerechten liegt. Aber es kann natürlich auch sein, dass er beim Anpassen des Sattels auch einfach ein bisschen mehr Muskulatur hatte. Aber das ist richtig toll. Und ja, wenn der Sattler zufällig hier gerade zuguckt, der diesen Sattel auf dieses Pferd hier angepasst hat, wir haben noch keinen guten Sattler, den wir empfehlen können. Vielleicht mal mit uns in Verbindung setzen, weil das ist eine richtig gute Arbeit. Das wäre schön, wenn wir mal einen Sattler hätten, den wir empfehlen können, guten Gewissens. Hier ist ein kleiner Muskelfaserriss oder was auch immer. Das ist nicht so dramatisch. Fein. So. Die Sehnen fühlen sich ganz klar an, die sind nicht aufgeschwemmt. Hier vorne sind auch keine Gallen. Das finde ich immer ganz schön. So, was mir jetzt auffällt, ist einfach, dass er sehr hart oben in der Rückenpartie ist, was ich jetzt, wo ich den Sattel gesehen habe, nicht auf den Sattel schiebe, sondern einfach auf den Charakter des Pferdes. Weil es ist einfach so, wenn man ein sehr schreckhaftes Pferd hat, dann heißt es wirklich auch sprichwörtlich, die Angst läuft mir den Rücken runter. Und den loszulassen, ist dann natürlich für diese Pferde sehr schwer. Die stehen immer unter Spannung. Und das merkt man hier vorne im Nacken. Das ist wirklich hart, das lange Nackenband. Auch generell ist er sehr angespannt, sehr auf die Oberlinie fixiert. Und auch hier ist richtig viel Spannung drin. Ne, und ich denke, wenn wir sein Gemüt und seine Sicherheit hier stärken können, dann wird sich das auf Dauer natürlich auch mehr lockern. Ach, siehst du, ich habe gedacht, das sind alles Bissstellen. Das ist überhaupt gar nicht der Fall. Das sind wirklich braune Haare, also quasi wie bei so einem Appaloosa, der dann quasi wirklich so schwarz-braun gestichelt ist. Hier ist das ist natürlich eine Bisswunde, aber das hier sind wirklich Fellzeichnungen. Ein bisschen kleiner Onkelmäßig. Ne? Hinten die Kruppen sind gleichmäßig bemuskelt. Da gibt es keinen Höhenunterschied. Das haben wir ja auch schon oft gesehen, dass eine Kruppe deutlich höher ist oder eine Kruppe flach abfällt zur Seite, die andere steiler ist. Das ist hier auch nicht der Fall. So, gucken wir mal einmal das Genick. Das Genick steht gerade. So, hier oben ist ein dicker Hartspann. Das habe ich aber auch nicht anders vermutet bei dem festen Rücken. So, aber ich bin richtig begeistert, wie er das mitmacht. Mit wie viel Ruhe. Da habe ich mich wirklich auf was anderes eingestellt.
Ja. Sehr gut, machst du gut. Ah, fein, gut so. So, ich gucke jetzt letztendlich, ob sich hier im Brustwirbelsäulenbereich, ob ich ihn hier aufrichten kann. Und da ist er ganz fein, da kommt er sofort hoch. Gut so. Einmal nur angetestet, ne? Schon bist du oben. Klasse. Super. Wie sieht's hier aus? Ja, da sieht es auch gut aus. Gut. So ist schön. Ah, da kommt jetzt sein Kumpel raus. Jetzt bin ich gespannt, was passiert. Aber jetzt hier, jetzt wird es hier bretthart. Er sieht ihn gerade draußen und hier spannt sich alles an. Nichts. Aha. Nein, nein. Jetzt bin ich gespannt. Hier, der pumpt sich richtig auf. So, klasse. Ja, 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 bleib mal hier. Hallo. Halt. So, bleib mal hier. So, ist schön. Klasse. Ja. Prima. Gut. Super gemacht. Mal. Jetzt geht wahrscheinlich das Training einmal hier los. Nein. Halt. Halt. Nein, nein. So. Gehört natürlich so ein bisschen dazu, dass jetzt natürlich andere Pferde den Hof kreuzen, auf den Platz gehen und er trotzdem hier bleiben muss. So ist schön, ne? So, und das ist letztendlich eine Übung, die kann man mit ganz vielen Pferden machen. Wirklich sich einfach irgendwo hinstellen. Andere Pferde gehen am Stall vorbei oder gehen weg. Und man übt einfach, dass dieses eigene Pferd dann bei einem bleibt. So, und das ist ganz einfach. Wenn er ruhig stehen bleibt, mache ich angenehme Sachen. Bleibt er nicht ruhig stehen, mache ich unangenehme Sachen. Das hast du richtig gut gemacht. Hä? Einmal kurz nur aufgepumpt. Ne? Siehst du wohl. Das musst du nur noch mit deiner Besitzerin machen. Ne? Ja. So, morgen wartet der Anhänger auf uns. Ja, es ist bestes Wetter, es hat geregnet wie aus Eimern. Jetzt ist es gerade ein bisschen klar, wir stehen seit einer halben Stunde jetzt ungefähr hier in der Box. Und der Barclay, der hat wirklich alles hier an Programm abgezogen. Von Steigen hier rüberspringen wollen bis auf die Erde schmeißen. Bei uns steht jetzt Anhängertraining auf dem Programm. Und ja, ich bin gespannt, was mich jetzt da erwartet, weil das, was hier in der Box war, das war schon echt heftig. Ne, und ich tüdel auch mit Absicht jetzt hier so ein bisschen rum und baue einfach was falsch und lasse hier die Tür so ein bisschen offen, einfach um zu gucken, was passiert. Weil es ist natürlich ein Pferd für eine Jugendliche. Und nachher soll auch die Nele mit ihm arbeiten. Da muss ich natürlich so ein bisschen drauf vorbereiten, dass er nicht jede Lücke nutzt, die er einfach sieht. So, und das ist jetzt aber richtig toll, was er hier macht. Bleib ganz ruhig stehen, kein Gewirr, ne? Hat sich unsere halbe Stunde schon ein bisschen gelohnt, ne? Die wir hier beide verbracht haben. So. Ja, mal gucken, ob das Training auf dem Reitplatz schon so ein bisschen Vorarbeit war oder ob er das jetzt alles vergisst mit vor zurück. Ich wäre jetzt überrascht, wenn er einfach mit aufkommt auf den Anhänger. Das vermute ich mal nicht. Und halt und zurück. Und zurück. Und zurück. Fein, gut gemacht. Vor. Und halt. Klasse. Hier, super. Und zurück. Und zurück. Und zurück. Und halt. Gut so, klasse. Und zurück. Gut so. So ist schön. So, ich lasse ihn einfach mal ein bisschen länger, lass ihn gucken, mal gucken, was passiert.
Prima, klasse. Super gemacht. Toll, siehst du wohl. Ja, guck mal. Kannst du dir mal alles angucken? Oh, guck mal. Klasse. Und zu. Und zu. Nee, geh mal zu. Yoshi, Yoshi. Komm. Ah ja, sehr schön. Das habe ich auch nicht anders erwartet. Nee, hier weg von der Gerte. So, prima, klasse. Ja, und vor. Feiner, prima. Klasse, sage halt und du machst halt. Und nein. Toll, super gemacht. So, und vor. Und vor. Fein. Ah, prima gemacht. Klasse. Guck mal hier, nimm mal wieder ein Maul voll. Ja. Toll, toll, toll. Und zurück. Und zurück. Klasse. Und halt. Ach, super gemacht. Guck mal hier. So, guck mal. Hier. Nimmst du mich wahr? Nimmst du nicht wahr? Hier, da ist überall Futter. Hast du dir noch alles gar nicht so richtig angeguckt hier drin, ne? Und prima gemacht. Oh, klasse. Super. Toll machst du das. Klasse, passiert doch gar nichts. Nein, passiert doch gar nichts. Und das ist alles so hart hier, ne? Oh, da muss man dich mal ein bisschen massieren, ne? Siehst du voll. Alles gut? So, geh mal zurück und du bleibst hier mit mir stehen. Kannst auch nach ganz vorne gehen und was Schönes fressen. Ne? Ja. So, und geh mal zurück. Horch mal zurück. Langsam. Fein. Weiter geht's. Langsam. Langsam. Kurze. Hält jetzt schon alleine hier auf halber Höhe an. Und fragt, ob es nicht vielleicht doch ein Leckerli gibt, wenn man hier stehen bleibt. Das ist genau richtig. Ne? Fein. So ist schön. Sogar Kameramann mit Schirm kommt von hinten. Und er guckt einfach jetzt da rein, aber ohne Panik. Das sah gestern auch noch anders aus. So, komm her. So. Und vor. Prima, machst du das. Klasse. Super. Ein und zurück. Zurück. Also runtergehen, dass ich dich hier noch weiter habe. Klasse. Super. Ja, ohne Transportgamaschen hat das jetzt ja schon recht gut geklappt mit dem Draufgehen. Jetzt habe ich einfach mal die Transportgamaschen dran gemacht. Viele Pferde verbinden das ja wirklich, dass es jetzt auch losgeht und nicht nur ein Übungsding ist. So habe ich hier die Erfahrung häufig gemacht. Und aber auch mit den Transportgamaschen ist er jetzt so draufgegangen. Jetzt fehlt natürlich noch der Step-Stange hinter und wirklich mal einen Moment abwarten, was passiert, weil ein Anhänger soll er schon zerlegt haben. Oh, der Regenschirm. Du läufst doch wohl nicht mich um, oder? Hm? So. Ja, ich denke, es ist soweit, dass man einfach mal Nele dazu holen kann. Gucken, was passiert, wenn sie ihn drauf führt. Joppi. Fein. Na, soll ich noch mal auffüllen? Hm? So, Hafer ist jetzt gleich alle. Mal gucken, was passiert, wenn nichts zu fressen mehr da ist und wir gleich fluchtartig hier rausstürmen. So, prima, Großer. Ja, klasse, super. So, mal gucken, was passiert. Ich hole mal in der Zeit Nele. Thank you.
So, Anhänger steht noch, sehe ich. Hallo, na? Mensch, das hast du aber toll gemacht. Prima. Klasse hast du das gemacht. Guck mal. Ja, so schön ist das. Na? So. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt aufmache. Ob er sofort rückwärts stürmt. So, ist er feiner. Prima. Ach, toll bist du. So ein Feiner. Ja, das hat geschmeckt hier drin, ne? Ja, 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 das war lecker, ne? So lecker. Ja, ja. So, komm mal zurück. Jetzt heißt es für mich Nele einweisen. Ich hoffe natürlich, dass er auch mal stehen bleibt bei Nele, damit man einfach üben kann, was dann zu tun ist. Mal schauen, ob er mir den Gefallen tut. Wäre ja toll. Und ich würde natürlich auch gerne, wenn sie vom Anhänger kommt, dass sie einfach mal den kleinen Parcours da abläuft über die Folie und auch hinten bei den Umgekippten und bei der Mülltonne lang und wieder ab auf den Anhänger. Und wenn er das macht, dann ist für heute aber auch wirklich ja, das Ziel eigentlich übertroffen. So, und auch das jetzt hier so in Ruhe zu stehen am langen Strick, obwohl sein Kumpel da unten läuft. Daran war gestern noch gar nicht zu denken und vorgestern sowieso nicht. Das ist richtig toll. So, es ist wirklich ein Ding. Der steht da jetzt ohne zu zappeln, ohne zu hampeln, ohne zu wiehern. Hm? Ja, gut so. Das machst du richtig toll. Hm? Ja. Hast du irgendwelche Bedenken? Hast du ihn schon verladen? Nein. Hast du schon zugeguckt, wie er verladen wurde? Ja. War das angenehm? So, pass auf. Es ist nicht schlimm, wenn er stehen bleiben sollte. Das würde ich mir sogar wünschen, weil dann könnte ich dir zeigen, was man denn macht, wenn er stehen bleibt. Ne? So, ich nehme das eine Ende hier immer in die Hand. Der ist ganz lang. Ich gebe gleich aber so einen kürzeren. Ne? Und ich habe das immer so in der Hand, dass es keine Schlaufen bilden kann. Wenn du dich also jetzt einfach hier hinstellst, wo ich stehe, und das so in die Hand nimmst. Genau. So, und jetzt drehst du die einfach nochmal und gehst einfach sofort so nochmal rum. Fein. Super. Kannst ihn da mal fressen lassen. Guck mal, da ist Hafer drin. Oh, lecker, 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 lecker. Genau, dann schickst du ihn einfach mal wieder zurück. Sagst du zurück, ganz langsam, genau. Das macht er eigentlich jetzt ganz gut. Klasse, super. Prima, lob ihn mal schön. Richtig, richtig gut. So, nächste Übung. Du führst nochmal an und du gehst aber auf dieser Seite rein. Okay, kannst hier stehen bleiben. Und kannst ihn mal gucken, ob er alleine reingeht, dass du hier hinten stehen bleiben kannst, um die Stange dann auch hinterzumachen. Okay? Darf sie nur nicht bremsen. Nein. Schön loben. Kannst du so lassen, genau. Kannst ihn auch hinten streicheln. Und vor. Klasse. So. Jetzt streichelst du ihn, genau. Und vor. Klasse! Super! Gut so. Ihr verladet ja sicherlich immer zu zweit, aber es ist ja auch gut, wenn es alleine geht. Astrein, prima! Super! So, jetzt muss er erst wieder vorgehen, ne? Und vor, dass du da hinten überhaupt was abmachen kannst. Und vor. Prima, gut gemacht. Super. Klasse. So. Und jetzt ist deine Aufgabe, in eine Stallgasse zu gehen, ihn aufzusatteln und aufzutrensen und loszureiten. Okay. Thank you.
machst mal einfach so eine Wolte da drumrum und kommst wieder hier hin und dann reitest du da wieder hin. So oft, bis er gar nichts mehr macht. Du brauchst ja nicht direkt drauf zureiten, dass er sich das nicht direkt angucken kann, sondern du reitest ihn einfach drumrum. Fein machst du das. Klasse. Super. So ist fein, klasse. So, und wenn er nicht will, wartest du einfach mal kurz, aber lässt ihn einfach davor stehen. So, ne, dann kann er mal kurz gucken. Dann genau. Und jetzt lässt ihn noch mal gucken, lobst ihn ruhig noch mal. Ist jetzt was anderes. Du sitzt ja jetzt oben drauf und gehst nicht vorweg. Fein, klasse. Denk dran, er könnte darüber springen. Ne? Komm mal mehr in die Mitte. Genau. Das macht nichts. Brauchst super, klasse. Komm mal her, Großer, komm mal her. Komm mal her, dafür gibt's was Feines. Und ab nochmal hin. So, fein, komm mal her. Gut gemacht, klasse. Großartig machst du das. Du musst ihm quasi immer die Sicherheit geben und sagen, ey, guck mal, ich bin völlig cool, ich bin völlig entspannt, ne? Und da gehen wir dran vorbei. So, und im Trab kann das Ganze anders aussehen. Deswegen musst du das auch mal im Trab probieren, dass du einfach hier wirklich wie einfach hier weiter reitest. Genau. Super, kannst auch ruhig mit ihm sprechen, quatscht ihm mal eine Kante ans Ohr. Stell dir einfach vor, das ist Vicky. I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide. We flow together like an ocean. Every low and every high. And I would have you anyway, dear. Any way your heart could bear. Even if you had to leave me, I'd always be waiting here. Even when we... Na, und damit du immer schneller wieder da bist, machst du einfach hier so einen kleinen gedachten Zirkel, dass du so eine große Wolte um dieses rote Ding machst, bis er einfach keine Angst mehr davor hat. Prima, dann trabst du dir wieder an. So, und dann machst du hier so eine große Wolte, bis er merkt, es ist nicht schlimm. Und manchmal kommt ja so ein kleiner Windzug, dann bewegt sich so ein rotes Teil nochmal. So, los geht's. Ja, nerv ihn, immer leicht klopfen, bis er vorwärts geht. Und dann hörst du auf zu klopfen. Genau, ist nicht schlimm. Muss einfach weiter klopfen. Ne? Irgendwann nervt ihn das und dann geht er vorwärts. Dir dürfen nur nicht vorher die Beine abfallen. Kannst sie mal kurz anflunkern und kannst du tun, als wenn du in die Richtung losreiten willst oder hier auf mich zu. Und wenn er wieder im Gang ist, genau. Fein, Lupin, sobald er vorwärts geht, loben. Genau, na, das kennt er mit dem Wehen. Genau, jetzt geht es wieder einen Schritt weiter. Na, er muss ganz deutlich einen Unterschied feststellen zwischen ich gehe vorwärts, oh toll, bleibe ich stehen, muss es unangenehm werden für ihn. Jawohl, und wieder antraben. So, und jetzt versuch sie ihn mal im Trab zu halten. Oh. Einmal noch und jetzt versuch ihn im Gang zu halten und dann gehst du einfach mal zur Mülltonne. Du behältst ihn im Gang. Und jetzt machst du wieder die ganze Bahn, gehst hinten um die Mülltonne rum und wenn du hier auf diese
Plastiksachen zukommst, sagst du ihm wehe dem, du parierst durch. Fein, klasse. So, und genau so machst du das von der anderen Seite auch. Du stellst ihn gar nicht direkt darauf ein, sondern du guckst erstmal, dass du vorwärts bleibst. Klasse. Okay, sehr gut gemacht. So, und das übst du jetzt noch für dich so lange weiter, bis du ihn hier im Trab überall auf beiden Händen reiten kannst und auch auf beiden Händen über die Plane reiten kannst, ohne dass er stehen bleibt. Wichtig ist nur, dass du bei diesen Sachen, wo er Angst hat oder wo er nicht lang möchte, dass es da nicht unangenehm ist. Sobald er in dem Bereich ist, wo er eigentlich nicht hin will, muss alles toll sein. Da darfst du denn nicht riegeln oder ihn stechen, sondern da musst du sagen, ey toll, und ihn loben und massieren und alles toll machen. In dem Moment, wo du merkst, jetzt will er schon blockieren, jetzt will er nicht, dann kannst du ihn nerven. Richtig nerven. Und wenn er da einfach nur stehen bleibt, obwohl du ihn mit deinen Sporen nervst, dann musst du es probieren, noch doller zu machen. Okay? Sobald er einen Schritt vorwärts macht, hörst du sofort auf zu nerven. Und wenn es nur ein einziger Schritt ist, aufhören, bleibt er wieder stehen, nervst ihn wieder. Geht er vorwärts, hörst du wieder auf. Okay? Gut. Ich bin gespannt, also, ob ich dich heute Abend hier immer noch sehe. Ja, also das Verladen, das hat richtig gut geklappt. Unterm Reiter hieß es, ist alles tipptopp in Ordnung. Wie sich jetzt so rausstellt, ist das auch nicht so ganz der Fall. Und ich habe jetzt einfach mal so die Aufgabe gegeben, das so lange zu machen, bis wirklich alle Aufgaben klappen und der Barclay da nicht immer wieder alles abfragt, weil er kennt es, er kann es. Er fragt nur gerade so ein bisschen das Gemüt von der jungen Reiterin ab. Und sie hat jetzt einfach die Aufgabe, sich durchzusetzen, beharrlich zu bleiben, sodass er halt einfach auch mit ihr aus dieser Einheit so rausgeht, dass er weiß, mache ich das nicht, bleibe ich davor stehen, dauert es lange, es wird unangenehm, es wird anstrengend, gehe ich da aber mit ihr rüber, ist alles super und ich komme schnell wieder zu meinem Kumpel. Das ist jetzt für beide eine riesen Lernaufgabe. Ich bin gespannt. Ja, heute ist der letzte Tag für Barclay. Gabi ist schon da. Ja, es war ja eine ganz intensive Arbeit und ich habe eigentlich festgestellt, dass es ein total tolles Pferd ist, wenn er so in seine Grenzen eingewiesen wird. Ganz ruhig aber, weil dann kann er sich da wirklich so ein bisschen dran lehnen und fährt auch runter. Er schnorchelt zwar, fragt das immer öfter mal wieder nach, aber ich habe ihn jetzt gekriegt durch ein Führtraining. Und das würde ich mit dir eigentlich gleich machen. Nina ist ja leider nicht da. Mhm. Dass du das dann halt einfach vielleicht ihr beibringst. Ich habe es Nele auch gezeigt, aber die sagt, ihre Schwester hört nicht auf sie. Das musst du dann machen. Mhm. Auch diese ganzen Schrecksachen vom ersten Tag kannst du entweder oder Nele mit ihm gleich nochmal abgehen. Das funktioniert also auch wunderbar. Ja, und mit dem Anhänger kannst du gleich selber gucken. Ja. Ne? Aber ich denke, das Wichtige ist einfach, dass er einfach ganz ruhig immer in seine Schranken gewiesen wird, weil ich konnte feststellen, wenn jetzt zum Beispiel die Kinder sehr hektisch geworden sind oder sehr laut geworden sind, schnell durcheinander geredet haben, dann hat er sich auch mehr aufgepumpt. So, und er kann jetzt hier wirklich so stehen, obwohl keiner hier ist, weil ich ihm das einfach sage. Ne? Manchmal macht er mal einen Schritt nach vorne, zurück und halt.
So, und dann schicke ich ihn einfach wieder zurück und dann muss er da stehen. Ist eine kleine Geduldsaufgabe. Würde ich wirklich so oft es geht machen. Mitten auf den Hof stellen und einfach Danny wegführen, andere Pferde vorbeigehen lassen und er muss da stehen. Macht er das super gut, kriegt er von mir natürlich ein Leckerli aus der Tasche. Ne? Mhm. Weiß er auch schon, fragt er schon immer nach. Jetzt. Ne? Okay. So, was der Befund ergeben hat, der Sattel, der saß super. Mhm, der wurde erst fertig gemacht. Das Einzige, was für mich jetzt halt so war, ist, dass er wahrscheinlich vorne ein bisschen enger könnte oder er ist einfach schmaler geworden. Das kann natürlich sein. Ne? Und was ich wirklich empfehlen würde, wäre Hafer. Ich weiß nicht, ob ihr die Möglichkeit habt, ob das da mit drin ist oder ob ihr das selber holen müsst. Die geben Kraftfutter, aber meistens lasse ich das weg und gebe ein extra Futter, ne? Weil Danny kriegt immer was für die Hufe und er profitiert dann davon. Okay. Und er kriegt ja so ein bisschen Magnesium. Ne? Aber hast du ihm bewusst keinen Hafer gegeben? Nee, oder? Weiß ich auch nicht. Das ist wieder dieser, ne, dieser Spruch, den man dann im Kopf hat, nee, Hafer sticht. Obwohl ich das ja eigentlich von dir noch wissen müsste. Ja, du hast also immer gerne Hafer gegeben und hast auch viele Erfolge ja damals schon. Also ich habe ihm jetzt hier 4 Kilo gegeben am Tag. Also morgens 2, abends 2 plus dieses Müsli, was wir halt füttern. Ja. Und er ist eigentlich ruhiger geworden. Mhm. Ne, und man sieht ja auch, er kann auch ruhig ein bisschen mehr haben. Dass er halt einfach ein bisschen zulegt. Mhm. Und was halt noch so ist, er hat ganz scharfe Kanten auf den Zähnen. Mhm. Ja, guck mal, ne, deine Zähne. Ja. So, und die ersten Backenzähne, die sind auch ganz scharf, also außen. Und dann ist es halt natürlich so, dass diese scharfen Kanten auch in den Schleimhäuten hinten die Wangen natürlich aufreißen. Also ich gehe davon aus, dass er da auch Verletzungen hat. Da kann man natürlich so nicht reingucken. Nee, nee. Aber dann würde ich mir einen Termin holen bei dem Peter. Ja. Mhm. Ne? Und das Einfachste ist einfach wirklich anrufen und sagen, ich komme vorbei. Ja. Ist das ja kein ist das Problem. Einfachste. Dann bleibt man da ein bisschen, bis er wieder wach ist wahrscheinlich. Ne? So, Führtraining heißt für mich, er soll auf mich achten, egal was ist. Wenn ich stehen bleibe, soll er stehen bleiben. Wenn ich losgehe, soll er losgehen. Wenn ich rückwärts gehe, soll er rückwärts gehen. Macht er das nicht, weil er auf Danny da hinten achtet, weil er auf die vorbeiziehende Mülltonne achtet oder auf sonst was, gibt es Konsequenzen. Nämlich das Ding vor die Brust oder sonstiges. Und muss rückwärts gehen. Zum Beispiel. Mhm. Ne? So, das heißt, er soll auf mich achten, ich gehe los, ich will nicht, dass der Strick lang wird, indem ich ihn ziehen muss und ich halte auch wieder an. Mhm. Fein, gut. Wenn er das macht, lobe ich ihn natürlich ganz doll. Ne? Oh, so, fein, gut so. So, das heißt also, ich gehe einfach wirklich durch die Gegend, egal was für ein Trubel ist, bleibe stehen, lobe. Kommt er jetzt wie hier jetzt in der Wendung nicht mit, weil er da hinten hinguckt, muss ich das halt mal ein bisschen doller machen und halt. Fein, gut so. Dass er beim nächsten Mal einfach wieder guckt. Super gemacht, klasse. So ist schön. So, guck mal hier. Ja. Da wartet der wirklich drauf, ne? So, was dann halt für das Aufladen immer ganz gut ist, ist, wenn man die wirklich halt mit Worten steuern kann. So, zurück. Und vor. Zurück. Und vor. Das hast du mir jetzt in der kurzen Zeit Na prima, klasse. Suppi. Und wieder raus. So, ist schön. Langsam. Alleine. Gut gemacht. So, komm noch mal vor. Geh noch mal rein. So ist prima. Das ist unglaublich, oder? Gut gemacht. Ja. Gut gemacht, klasse. Suppi. Nee, noch nicht. Geh wieder vor. So, langsam. Und zurück.
Und halt, halt, fein, gut gemacht. Super, dann komm nochmal vor. Gut gemacht, klasse. Super, dann komm nochmal zurück. Ja, prima, und halt. Ja, siehst du wohl, klasse. So, und ich übe das mit Ihnen, dass er auf Zwischenstücken stehen bleibt. Er weiß, ich habe was in der Hand. Und halt, ne, dass er da nicht so rausstürmt. Mhm. Ja, er bleibt ja sogar auf der Klappe stehen. Hä? Auf der Klappe. Ja. Keine Trennwand zur Seite geschoben. Er geht so, einfach rein und raus. Habt ihr das sonst gemacht? Hm? Ach so. Nee. So, komm her. Hüschi, hüschi, einmal noch. So, und rein mit dir. Husch, husch. Hobby. Ist unglaublich, oder? So ist es. Gut gemacht, klasse. So, und zurück. Geh gerade runter. So ist er fein. Gut gemacht, klasse. So, also was bei ihm ganz wichtig ist, wenn er da mal vorstehen bleibt, mhm, und zieht oder sowas, ich habe es jetzt nicht mehr gehabt mit dieser Konstruktion, dann habe ich da wirklich gestanden und habe einfach ihn jetzt halt so ein bisschen gezuppelt die ganze Zeit, bin nicht wieder weggegangen vom Anhänger und habe ihn einfach hier vorgestellt. Gut, das muss ich jetzt wahrscheinlich, hatte die lange Tuschiergerte hier und habe ihn die ganze Zeit geklopft. Hab ihn die ganze Zeit geklopft und dann hat er danach geschlagen und gehauen, aber dann ist er reingegangen. Ich bin einfach ganz ruhig geblieben, gelangweilt, gechillt und habe ihn geklopft die ganze Zeit. Und das hat jetzt gefruchtet. Ne? So, und die Mädels, die haben ihn jetzt wirklich morgens zum Füttern hier reingestellt, abends zum Füttern hier reingestellt. Die haben es alleine gemacht. Haben sie alleine gemacht? Ja, richtig energisch, weil du brauchst auch nicht auf ihn achten, weil er soll auf dich achten. Fein und loben und loben und loben. Ne, der muss immer wissen, ey, wenn er bei dir bleibt, ist es angenehm. So, dann kannst du auch mal probieren, ein bisschen schneller zu gehen, denn auf einmal langsamer. Gucken, ob er das auch macht. Fein. Fein. Wow, oh, klasse. Mhm. Guck mal, kaut und schlägt, immer schön loben. Mhm. So, und du kannst auch ruhig mit ihm probieren, anhalten, dich umdrehen, mal in die andere Richtung gucken, ob er mit zurückgeht. Macht er das nicht, musst du sagen, zurück, nee, dass du dich so umdrehst, auf ihn zugehst, dann müsste er zurückgehen. Mhm. Theoretisch macht er das nicht. Aha, zurück, und das musst du dann ein bisschen energischer machen. Und dann probierst du es nochmal. Gehst wieder vorwärts, hältst wieder an, umdrehen und zurück. Mhm. Zurück. Ja. So, also was ich jetzt sehe, und das ist das, was er halt braucht, ist vorsichtig. Vorsichtig. Zeit lassen, überlegen, gehst du zurück oder gehst du nicht zurück? So sieht's aus. Ob das so ist, weiß ich nicht. So, und dann gehe ich. Und dann drehe ich auch um. So, und dann muss er schneller reagieren. Und dann halte ich an und dann gehe ich zurück und dann gehe ich wieder vor. So, und er muss aufpassen, ganz schnell muss er aufpassen. Und du musst auch aufpassen, nämlich du musst schon, bevor er dir nicht folgt, es eigentlich schon erkennen, damit du reagieren kannst. Er muss jetzt wissen, dass er dir vertrauen kann, dass er dir blind folgt. Mhm. Und das musst du auch ausstrahlen, dass du denn nicht... Okay? Mhm. Und... mal gucken, gehst du zurück? Gucken geht da nämlich nicht zurück. Und dann gehst du einfach mal auf den Anhänger drauf. So, du gehst da drauf. Mhm. Du brauchst ihn auch nicht ziehen. Ne, der latscht da denn schon mit, wenn du ihm sagst, dass er das soll. So, du gehst einfach drauf.
Fein, Lob sind da drin schön. Klasse. Guck mal, was hast du denn da? Zurück. Schickst ihn ganz langsam. Ja. Fein. Guck mal, jetzt hat er eben schon gefragt. Ja. Mach's ruhig lang. Ja. Fein. Super. Gut. Wie diese Tonnen und das Plastik und all so was aussah vom ersten Tag, weißt du ja, glaube ich, noch. Gehst du einfach mal hin. Ja. Am langen Strick ruhig. Mhm. Brauchst du gar nicht, kannst überall hingehen. Wo du möchtest. Mhm. Wären nur deine schönen Schuhe schmutzig. Ja, das aber. Die sind ausgemustert. Brauchst du auch nicht kurz fassen, weil wenn du den ein bisschen ziehst, den Strick, hast du ja schon gleich Funktion. Das heißt, der bleibt schön lang und locker. Und das Führtraining ist, er geht dahin, wo du willst. Gehst du jetzt einfach schlagartig rechts rum, muss er richtig schnell folgen. Mhm. So. Du kannst auch den Deckel hoch machen oder da drauf klopfen und all sowas kannst du auch. Ne? Das interessiert ihn nicht mehr so großartig. Hm? So ist er fein. Ne? So. Und selbst wenn er mal schnorchelt oder sowas, wenn du dieses Führtraining mit ihm machst, ne, du machst einfach jetzt halten, vorwärts, halten, genau, weil er ist bei dir, auch wenn er schnorchelt. Das frage ich dann einfach zwischendurch mal ab. So, ne, du lässt einfach ihn lang, gehst vorweg und lässt ihn, dass er dir folgt. Du kannst außen um zugehen. Ja. Komm. Ne, nicht ziehen, einfach locker lassen. Er bleibt ja stehen, wenn du stehen bleibst. Du musst ihn nicht am Strick bremsen. Genau. Fein. Klasse. Ne? Dann kannst du auch hier rüber latschen. Ja, wirklich ist gar nicht schlimm hier, ne? So, und in der Ecke war er noch gar nicht, wo du eben gerade hingegangen bist. Ach. Na, also wir gehen da rüber, wir sind nicht reingegangen, sondern wir sind rübergegangen. Da gucke ich dann nur immer, dass er neben mir geht, falls er denn doch mal. So, und das war für ihn die Katastrophe. Das darüber? Ja. Das glaube ich auch. So, und hier haben wir jetzt ja nun so lange das Ganze ausgefochten, bis ich mit meinem Willen durchgekommen bin. So, und das war, glaube ich, der Schlüssel. Ne? Also, wenn irgendwelche Sachen sind, ruhig bleiben. Und ihr könnt ganz viel zu Hause üben. Ihr könnt zum Beispiel die Sachen euch rausnehmen, die auf dem Turnierplatz euch entgegenkommen könnten, wie rot-weißes Flatterband, wo die Abreiteplätze manchmal mit eingegrenzt sind, oder gelbe Säcke von den Mülltonnen, Regenschirm, was auch immer. Das könnt ihr alles zu Hause üben. Ihr müsst nur Zeit haben. So, und dieses Führtraining, das nimmt euch ganz viel ab. Weil wenn du nichts am Strick machen musst, so wie jetzt, nichts am Strick, weder zum Angehen, noch zum Zurückschicken, noch sonst was, dann ist das hier alles gar kein Problem. Ich hatte ganz zu Anfang das Problem, dass der ja auch seinen Körper gegen mich eingesetzt hat. Das heißt, ich hatte ihn auf meiner rechten Seite, er hat außen was gesehen und hat mich weggedrängelt. So, und das ist dann natürlich massiv, das muss ich dann auch mit der Gerte machen. Ja. Einfach, ne? dass ich so lange ihn gepritscht habe an der Seite, bis er gewichen ist, weil ich selber konnte das gar nicht. Ne? Und das sind dann so Sachen, deswegen kannst du jetzt da mit ihm langlaufen, weil er jetzt gerade noch im Kopf hat, die darf ich nicht zur Seite drängen, dann kriege ich richtig Stress. Ne? Ich kann besser stehen bleiben und gucken oder angespannt neben ihr hergehen, aber ich darf sie niemals zur Seite drängeln. Wenn ihr das aufrechterhaltet, dann glaube ich, habt ihr keine Probleme. Ja, also diese kleine Einweisung haben wir jetzt hinter uns. Ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Dieses Führtraining ist aber super, super wichtig. Ja. Ne, und unbedingt Nina beibringen und auch selber immer wieder machen als erwachsene Person, damit sich diese kleinen Fehler gar nicht einschleichen. Was ich jetzt total toll finde, ist, ich stehe jetzt hier, er hampelt da zwar rum, aber das machen andere Pferde auch. Ich habe jetzt aber keine Angst, dass er darüber geht.
ja, für dich alles irgendwie soweit verständlich? Meinst du, du kannst da irgendwie mit weitermachen? Oder? Ja, am liebsten würde ich ihn jetzt noch 3 Wochen hier lassen. Das ist also, ne, das ist ganz klar, weil ich bin begeistert, was innerhalb von 3 Tagen hier passiert ist. Also das glaubt man erst, wenn man es, ne, wirklich gesehen hat. Und ja, so sind wir auf diesen Pirelli-Kurs gegangen und da haben die uns auch gesagt, danach geht das Pferd, ohne dass man mitläuft auf dem Anhänger, zur Not rückwärts. Okay. Alles, ja, klar. Genau, und das ist ja nun wirklich nach hinten losgegangen und da muss ich echt sagen, in 3 Tagen, ne, wir hätten ja gerne ein bisschen länger, Nina ja noch nicht ganz fit, aber da werden wir jetzt wirklich dran arbeiten und ich glaube, dass Nina das hinkriegt. Und wenn nicht, dann kommen wir noch mal wieder. Ja, ihr seid ja nicht ganz so weit weg. Genau. Ne? Das könnt ihr wirklich machen. Ja, das, ne, habe ich auch gedacht, dass, prima, wir zumindest auch mal einen Tag herkommen, dass Nina, ja, vielleicht noch mal, ne, ja, ja, noch mal so einen halben Tag Tageskurs nimmt oder sowas. Ja. Ne? Also ja, genau, das ist doch eine gute, ja, Option. Genau. Ne? Das können wir gut machen. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, mal gucken, ob er gleich auf den Anhänger geht. Ich gehe davon aus. Okay. Wie macht ihr das denn sonst? Ladet ihr erst Danny auf oder ladet ihr ihn auf? Macht zu. Ach so, aber ihr macht dann hinten zu und dann kommt Danny. Ja. Ach so, ja, dann könnt ihr jetzt ja auch kommen, wenn er drin ist. Komm. So. Prima. Klasse, guck mal. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Komm. So, dann kommt mal her mit ihm. Komm mal her. Oh, voilà. Oh, la, la, la. So ist gut. Ah. So ist fein. So ist der Ball.